da kommt das nächste 10 Kilometer Ei. Wenn es jetzt nochmal ein Kindwurm ist, das wäre so unglaublich krass. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und ihr hört schon, es gibt mal wieder eine Folge Pokémon Go. Und ja Leute, das Alola. Genau, Alola. Es gibt jetzt die erste Pokémon, meine Kamera ist voll dreckig. Heute kam das erste Pokémon in Alola-Form raus, beziehungsweise an dem Tag, wo ich das aufnehme. Es kann sein, dass das auch ein bisschen später online kommt. Auf jeden Fall Kokowai. Und ich habe mich so gewundert, ich habe heute schon, glaube ich, 5, 6 Stück davon gefangen. Die sind so groß, man bekommt die einfach nicht auf dem Bildschirm. Deswegen machen wir das jetzt mit AR. So, mal schauen, ob das so klappt. AR an und da steht es auch schon. Alter, wie groß ist das einfach? Hier ist mein Bruder. Perfekt. Ich würde sagen, ich fange das jetzt. Hat so nur 900 WP, aber ist doch egal. Großartiger Wurf. Und das war jetzt normales AR. Gibt es AR Plus nicht mehr oder so? Das ist AR Plus. Das gab es mal irgendwie, keine Ahnung. Das war ganz komisch. Egal. Leute, erstes Kokowai wurde gefangen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt. Heute gehen auch 13 Kilometer Eier auf. Das ist auch eigentlich der Grund, warum ich jetzt Bock hatte, irgendwie ein bisschen zu spielen. Und zwar, nee, nicht 3, 2, sorry. Das dritte wird sich, glaube ich, nicht ausgehen. 7 Kilometer habe ich keinen Bock zu laufen. Aber hier brauchen wir nur noch 3,7 ungefähr. Und hier auch nochmal ungefähr 3,2, 3,1, also auf jeden Fall um die 3 Kilometer müssen wir laufen. Nee, was laufe ich? Doch, nee. Ach, egal, Leute, 3 Kilometer, dann gehen die Eier auf jeden Fall auf. Und ein 5K-Ei geht auch noch gleich auf. Unter anderem ist ja jetzt gerade das Gesteins-Event. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Auf jeden Fall am 16. Juni findet ein Lavita-Event statt. Also wieder ein Community-Day, soweit ich das richtig verstanden habe. Wahrscheinlich wieder von 11 bis 14 Uhr, wo es vermehrt Lavita gibt und auch Shiny-Lavita, was dazu führt, dass es auch ein Shiny-Despoter gibt. Und das wäre auf jeden Fall richtig, richtig heftig. So, und da seht ihr schon, Kokowai richtig viele gefangen. Das war früher schon ziemlich selten. Da war man schon irgendwie krass. Aber was mich jetzt auch interessiert, sehen die jetzt alle so aus? Oder? Nein, es gibt auch noch die alten. Das ist auf jeden Fall cool zu wissen. Jetzt gibt es einfach zwei Formen davon. Und ich habe jetzt einmal die alten und einmal die neuen. Also läuft auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, werde ich noch einen Stolunior entwickeln. Einfach mal mein Bestes, weil ich habe noch keinen Stolos. Das ist auf jeden Fall ein neuer Pokédex-Eintrag. Ich sortiere das mal nach Wettkampfpunkten und entwickle einfach das Beste. Ist ja auch egal, wie hoch der IV-Wert ist, obwohl, vielleicht ist es doch nicht egal, obwohl, boah, gut, perfekt. Das hat einen guten IV-Wert, das heißt, ich würde sagen, ich entwickle das direkt. Stolunie wird jetzt erstmal zu Stolrak und dann zu Stolos, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall machen wir das einfach mal. Und Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal gerne mal kostenlos für weitere Videos, sei es Pokémon Go, Fortnite oder was auch immer. Apropos Fortnite, Fortnite in Real Life sollte bald kommen, vielleicht ist es auch schon online. Ich kann es euch gerade noch nicht sagen, weil ich es wie gesagt im Voraus aufnehme. Auf jeden Fall Stolrak 1837, Digga, wie krass muss dann Stolos sein? Ich schätze mal, es wird an die 3000 WP rankommen, wahrscheinlich so 2600 schätze ich. Ich kann es nicht genau einschätzen, weil ich keine Ahnung habe von den Multiplikatoren, aber wir werden es jetzt gleich sehen. Und da ist es auch schon, Stolos. Und das sollte jetzt auch ein neuer Pokédex-Eintrag sein, weil ich das eben noch nie entwickelt oder gefangen habe. Und da haben wir es im Pokédex registriert. Perfekt. Und es ist 2758 WP. Ja, läuft. Drachenroute und Ramboss. Nice Pokémon. Ist auf jeden Fall jetzt gut zum Kämpfen für Raids oder so. Ja, hat auch einen guten WP-Wert, von dem her passt das gut hinein. So Leute, ich habe jetzt hier gerade noch einen Kokowai gefangen, irgendwie das 20. heute, und wir sind jetzt echt schon ziemlich lang rumgegangen, waren auch noch kurz am Essen, also das ist jetzt ein großer Sprung hier von der Zeit. Und jetzt sollte ein Ei aufgehen, denn ich habe gerade schon, genau, für die Quest habe ich einen Punkt bekommen, deswegen wusste ich das schon. Und ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass es Kindwurm ist. Ich freue mich schon so auf Brutalander, wenn ich das endlich machen kann, und es ist, oh mein Gott, auf Ansage einfach ein Kindwurm. Oh shit, wenn es jetzt noch einen guten, Alter, 115 Candies, wenn es jetzt noch einen guten IV-Wert hat, hat es natürlich wieder nicht. Ich glaube, ich habe noch kein richtig gutes Kindwurm, ist aber auch nicht so schlimm. 566 WP, geht schon mal klar, und jetzt habe ich 115 Candies, also bald werde ich auf jeden Fall Brutalander entwickeln. Darauf freue ich mich halt schon extrem, und ich glaube, mein letztes 10 Kilometer Ei sollte jetzt auch jeden Moment aufgehen. Das braucht noch, ja, 200 Meter, und ich habe sogar noch eins gefunden gerade vorhin. Das habe ich auch schon in dieser super Brutmaschine drinnen, dass es halt einfach ein bisschen schneller ausbrütet. Das braucht schon statt 10 Kilometer nur 6,5
2,7. Von dem her ziemlich praktisch für 10 Kilometer. Ja. So, wir sind jetzt hier im Joanneumsviertel und ich habe gerade schon wieder die Benachrichtigung bekommen für das zweite Ei. Also es ist nur ein 2K-Ei. Es kann sein, also ich hoffe zumindest, dass es jetzt das 10K-Ei auch aufgeht. Aber wir werden sehen. Erstmal hier Muschers, richtig sinnlos. Und ey, überall sind Koko-Weiß. Ich habe also jetzt schon wieder hier waren zwei auf der Stelle und da kommt das nächste 10 Kilometer Ei. Wenn es jetzt nochmal ein Kindwurm ist, das wäre so unglaublich krass. Oder Knack-Leon. Es ist nochmal ein Kindwurm, Digga. Was für ein Luck habe ich diese Folge eigentlich. Und es hat auf jeden Fall einen guten IV-Wert. Ich glaube, der sollte... Oh yes, oh yes. Warte, ich werde das auf jeden Fall entwickeln. Ich denke mal, ich mache das nächste Folge. Weil jetzt haben wir schon ein bisschen hier für den Titel 2,10 Kilometer Eier, zweimal Kindwurm. Das heißt, ich denke mal, nächste Folge werde ich Brutalanda machen. Das wird richtig, richtig nice. Also mein Kindwurm wird dann entwickelt. Alter, als ob ich es echt zweimal bekommen habe. Das ist schon ziemlich lucky. Lass dafür einfach mal einen Daumen nach oben da. Wir wollen jetzt hier gleich noch einen Aerodactyl-Raid machen. Ich habe keine Ahnung, ob wir das zu zweit schaffen, aber wir wollten es einfach mal probieren. Generell sind nicht so viele Leute in Graz jetzt am Pokémon zocken. Nur wenn halt so spezielle Events stattfinden, wie zum Beispiel ein Community Day oder so, dann ist immer alles voll. Würde ich euch auch empfehlen, einfach mal so am 16. dann, beim nächsten Day, einfach zocken zu gehen. Macht auf jeden Fall Spaß von 11 bis 14 Uhr. Informiert euch da lieber nochmal, bevor ich euch jetzt irgendwas Falsches sage, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und jetzt schauen wir mal, dass ich das Kokowai noch fange und dann können wir den Raid auch schon direkt starten. Und mein kleiner Bruder, welches Level bist du? 22. Achso, die wissen glaube ich gar nicht, dass du dabei bist in der Folge, oder? Keine Ahnung. Doch, am Anfang war ja, er ist auch dabei. 22 bist du, ich bin 34. Also ich denke mal nicht, dass wir das schaffen werden, aber wir probieren es trotzdem einfach mal. Rein aus Prinzip, ich join da mal rein. Du hast eh noch genug Zeit nachzuschauen. 17.000 WP hat das. Warte mal. Also, empfohlene Gruppengröße 13. Ja. Aber die ist eh immer viel zu hoch angesetzt. Bei den Legendaries sind es dann immer 20 und man schafft es trotzdem zu 7 oder so mit 7 Level 30ern. Easy going. Was ist effektiv gegen Aerodactyl? Also, vorgeschlagen werden mir meine ganzen Gyarados. Ich denke mal, ich werde das auch so drin lassen. Wenn die effektiv sind, dann passt das auf jeden Fall. So, wir sind jetzt schon mitten im Raid. Wir sind schon fast am Ende. Und trotz dem, dass wir nur 3 Minuten Zeit haben und eigentlich richtig schlecht sind, schaffen wir es einfach zu zweit. Ich hätte es am Anfang echt nicht gedacht. Ich habe gedacht, das wird unmöglich. Aber Leute, easy going. So ein Aerodactyl Raid kann man easy zu zweit schaffen. Boah, ich habe gerade gedacht, da hängt sich Pokémon Go auf. Und das Coole ist, Aerodactyl kann auch shiny sein. Das ist halt extrem nice. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendeinen Kack erzähle. Auf jeden Fall war das mal so, dass es shiny sein kann. Falls es jetzt nicht mehr shiny sein kann, dann wäre es natürlich bitter, aber mir ist es egal. Hauptsache, ich kann jetzt eins fangen und wir haben es jetzt hier besiegt. Nice auf jeden Fall. Aerodactyl wurde besiegt und jetzt können wir es fangen. Welches Team bist du? Gelb. Okay, dann hast du auf jeden Fall weniger Bälle, weil Team Blau wird safe dominieren hier. Oh, ich habe jetzt hier alles durchgeskippt, was ich bekomme. Ist auch egal. Ich habe 9 Bälle plus blaue Bonus sind 12 Bälle. 13 Bälle. Was? Oh. Boss besiegt, Schaden hast du 3 und Kontrolle der Arena hast du einfach 2, da habe ich 0. Ja, lol, keine Ahnung, ist ja egal. Ich glaube, wir sollten es auf jeden Fall schaffen. Ah, meinst du nicht shiny, deins auch nicht, oder? Nee. Ich weiß gar nicht, wie das shiny genau aussieht. Auf jeden Fall sieht es anders aus. WP-Fragezeichen? What the fuck? Meinst du 1800? Ich wollte gerade mit einer Sananabeere fangen. Und das mache ich jetzt auch einfach mal, lol. Mal schauen, vielleicht bleibt es da drin. Ich muss hier jetzt auf jeden Fall einfach fabelhaft treffen. Zack. Ich habe gar nicht getroffen. Echt nicht? Nein. Zack, jetzt aber. Oh, fast einfach fabelhaft. So schlecht war es gar nicht. Aber mal schauen, ob es mit einer Sananabeere drin bleibt. Naja, glaube ich eher mal nicht. Dann probieren wir es noch einmal mit einer Sananabeere und dann tryhard ich aber richtig mit goldener Himibeere und allem. Digga, ich treff's halt einfach nicht. Man kann es so schwer einschätzen. Das ist tatsächlich richtig weit weg. Perfekt, schon wieder verkackt. Digga, was geht denn hier ab? Jetzt aber. Jetzt habe ich es einmal wieder getroffen. Leute, ich habe hier schon so viele Bälle gewastet, weil ich es nicht getroffen habe und es kommt schon wieder raus. Nee, komm. Dann würde ich sagen, greifen wir jetzt zur goldenen Himibeere. Ich habe eh 50 Stück. Die Candies brauche ich eh nicht unbedingt. Ja, das war schon wieder fast einfach fabelhaft. Jetzt muss es aber drin bleiben. Bei dir ist drin. Ja. WP-Fragezeichen. Oh shit. Und bei mir 2 und 3. Yes, auch drin. Direkt mit goldener Himibeere. Du hast sogar einen neuen Pokédex-Eintrag. Läuft. Aerodactyl wurde gefangen. Da haben wir es mit Stahlflügel und Eisen. Okay, wir haben. Nee, du hast Biss sogar. Und wie viel WP hat deins? 1808. Meinst du 1816? Ich check noch kurz die Bewertung. Oh yes. Bewertung ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich in Ordnung und ich habe so viele Aerodactyl-Candies, also früher, ihr müsst wissen, falls ihr mich da noch nicht verfolgt habt in Graz,
waren wirklich jeden Tag 5 Aerodactyls am Start oder so. Das war richtig, richtig unselten einfach. Das hat man die ganze Zeit gefunden. Deswegen habe ich da einfach so viel Candies. Ja, jetzt haben wir den Raid geschafft, was ich eigentlich nicht gedacht habe. Und ja, das siehst du jetzt auch zum ersten Mal, weil du einen Raid besiegt hast. Dieses orange Symbol da. Läuft bei dir. Nee, das sieht man eh jedes Mal. Aber du hast noch nie einen Raid geschafft. Außer jetzt natürlich mit Poki, dem Profi. Leute, dann würde ich eigentlich sagen, war es hier mit diesem Video. War auf jeden Fall mal wieder nice, hier ein bisschen rumzugehen mit meinem kleinen Bruder. Danke auf jeden Fall fürs dabei sein. Und lasst einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da und freut euch schon auf die nächste Folge, wo ich dann mein Kindwurm zu Brutalan entwickle. Ich weiß nicht, wie die Zwischenentwicklung heißt, ist ja auch egal. Wir sehen uns, bis dahin, haut rein und ciao. Yeah, hundreds on my bed, texting with the bill, roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. Hundreds on my bed, texting with the bill, roses in my wallet and